Servus Leute, All About Ultimate Team ist wieder zurück und heute mit einem richtigen Beast. Denn wie ihr schon sehen könnt, heute geht es um Robert Lewandowski, Team of the Season von Borussia Dortmund. Und hier könnt ihr gleich noch den Squad sehen, in dem wir ihn hauptsächlich verwendet haben. Wir haben ihn auch in dem BPL-Squad verwendet und auch in dem holländischen Squad. Die kennt ihr ja hoffentlich aus unseren alten Reviews. Und ja, dann fangen wir direkt mal an. Und zwar hat er sich bei der Pace und beim Dribbling unfassbar gesteigert. Er hat jetzt 89 Pace. Dazu gehören 90 Beschleunigen. Und das, ja, es fühlt sich vielleicht nicht ganz an wie 89, aber ist auf jeden Fall ein hoher Wert. 87 oder so. Auf jeden Fall schneller als die normale Karte. Und auch das Dribbling ist mit ihm überragend. Ihr könnt es immer mal wieder in der Footage sehen. Wir führen den Ball mit dem so eng, es ist richtig geil. Und was ihn dann wirklich endgültig zu einem unfassbaren Biest macht, das ist dann sein Schuss. Ich lese es mal vor, die Ingame-Stats. 99 Volleys, 99 Schusskraft, 93 Longshots, 99 Abschluss. Seine Longshots sind so geil und auch seine Finesse-Shots sind wie früher bei FIFA 12 oder so, also die fahren richtig gut in Winkel und auch so sein Abschluss einfach an sich richtig stark. Der hat irgendwie jetzt bei uns in den paar Spielen, die wir mit ihm gemacht haben, keine hundertprozentige Chance oder so vergeben. Also wirklich die 99 Abschluss stimmen auf jeden Fall. Was ihn dann allerdings ein bisschen behindert, sind seine Arbeitsraten. Er hat nämlich zweimal die hohe Arbeitsrate und das heißt, wenn man ihn eben anspielen möchte, dass er diesen geilen Schuss raushaut, ist er nicht da und man sieht, dass er irgendwie von hinten angerannt kommt, weil er gerade hinten ausgeholfen hat. Hat uns nicht so gefallen, da ist unser Tipp einfach, stellt in-game die Arbeitsraten sofort in der ersten Minute auf High-Low oder High-Medium um. Einfach, dass er vorn steht, da wo er hingehört. Es ist aber noch zu sagen, dass er defensiv auf jeden Fall brauchbar ist. Also er gewinnt irgendwie viele Bälle zurück, die er verloren hat oder so. Also sein Umschaltspiel ist schon richtig gut. Der letzte Punkt, der ihn dann als Stürmer abrundet und einfach nur perfekt macht, sind seine Kopfbälle. Er hat auf der Karte 90 und genauso fühlt sich's auch an. Also bei Ecken oder so. Er ist immer da, wo der Ball hinkommt und steigt dann hoch und ja, einfach eine unfassbare Sprungkraft. Er hat 94 Sprungkraft, merkt man sofort. Also ja, alles in allem ein richtig guter Stürmer und das wollen wir jetzt mit den Pros und Cons abrunden. Seine Geschwindigkeit fühlt sich zwar nicht ganz so schnell an, wie die Karte vielleicht vermuten lässt, allerdings ist die immer noch, ja, ist immer noch schnell. Seine Dribblings sind gut durch die enge Ballführung und so weiter, er verliert da kaum Ball. Sein Schuss ist nicht von dieser Welt, egal ob das Finesse-Shot ist oder ein Volley oder einfach ein ganz normaler Schuss oder ein Longshot. Sein Kopfball ist mindestens genauso gut und er hat ja, ein gutes Durchsetzungsvermögen. Seine Nachteile sind dann die scheiß Workrate, die hohe Defensive. Einfach umstellen in-game, dann ist es kein Problem mehr. Und sein Preis ist natürlich heftig. Ich hoffe, dass der noch unter 1 Million sinkt bis zum nächsten Mittwoch. Und ja, uns bleibt nichts anderes übrig, als ihm die volle 10 von 10 Punkten zu geben. Und wie schon bei Van Persie, lassen wir Preis-Leistung jetzt einfach sein. Bei einem Spieler, der über 1 Million kostet, ist es so schwierig, ihn da einzuordnen, wenn ihr das Geld habt. Ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr ihn holt. Und das war es dann auch von unserer Seite jetzt. Wenn ihr noch Bock habt auf weitere Team of the Season Spieler, schaut doch mal bei uns vorbei in unseren Channel. Oder schaut bei Yuzumaki Reviewer rein. Ich weiß von ihm, dass er noch Reus Team of the Season und wahrscheinlich noch Ribéry reviewen möchte. Wir schauen uns auch mal nochmal das Bundesliga Team of the Season an, ob wir da noch irgendeinen Spieler finden. Wenn ihr Wünsche habt, äußert sie
Wir hoffen, dass wir die vielleicht noch erfüllen können. Und dann, ja, bedanken wir uns. Macht's gut, ciao.